Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist kurz nach 8, glaube ich. 13 Minuten nach 8. Ich habe mich jetzt gerade hier geschminkt. Ich habe gesehen, ich habe hier Zahncreme, Flecken. Das kommt so gleich in die Wäsche. Ich habe mir schon ein Outfit ausgesucht für heute. Ich möchte einen Rock anziehen. Ein Rock ist das. Ja. Da, da bist du. Da bist du. Ja, ich fahre jetzt gleich zu meiner Schwester. Ich trinke nur noch meinen Kaffee. Pack alles. Ich muss noch das Geschenk packen. Da, genau, können wir eigentlich Geschenkpapier aussuchen. Aber ich glaube, wir nehmen Pink. Ich habe ja so ein schönes pinkes Papier. Mit so Glitzer drauf. Ich glaube, das würde passen. Das hier. So richtig Mütchen. Ja, das ist schön hier. Das nehmen wir. Müssen wir das Geschenk noch einpacken? Bett ist noch nicht gemacht. Hier liegen meine Klamotten bereit. Einfach so ein Rock. Und ein weißes T-Shirt. Genau. Ja, jetzt packe ich erstmal das Geschenk ein und dann die Sachen für die kleine Maus. So, also wir müssen jetzt doch das Geschenkpapier nehmen. Das andere war zu wenig. Hätte nicht gereicht. Aber das ist auch schön. Fertig. Mögt ihr Geschenke einpacken? Ich nicht. So. Fertig. Tee ist fertig. Ich habe noch zwei Portionen Milch. Die nehme ich mit. Stilles Wasser hat meine Schwester. So, Leonies Outfit ist heute ein Kleid. Schickimicki. Die Schuhe passen zwar nicht, aber passende Schuhe haben wir jetzt nicht dazu, gell? Siehst du schick aus? Sie ist total müde. Und ich habe jetzt schon Angst vor der Fahrt. Bist du bereit? Ich musste gerade dreimal reinrennen, weil ich ein Tuch vergessen habe. Dann habe ich den Schlüssel von meinen Eltern vergessen. Oh, bin aus Polen von der Wohnung. Dann lege ich mich heute zurück. So, jetzt habe ich hoffentlich alles. Jetzt fahren wir los. Wir sind endlich da. Wer ist das? Schon wieder die Tante? Wo bist du? Hm? Ja. Soll ich lieber den Mercedes nehmen? Was ist das für eine Creme? Buttercreme. Buttercreme. So schön hast du sie hinbekommen. Butterfrischkäse, ja. Dann brauche ich das Rezept. Und die Torte, was ist das? Also der Boden? Das ist eine Pink. Red Velvet Torte. Oh mein goodness. Muss man noch dekorieren, ne? Oh. Guck mal hier, die Kugel. Noch eine? Da ist die Kugel. Ja. Zucker, nicht nur Milch. Party. So, mein Papa ist natürlich auch da, wo es Essen gibt, ne? Nam, 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 nam. Köfte mit Kartoffeln und Reis und Babygürkchen. Was schön dekoriert. Die Mädels kommen auch jetzt essen. Oh, sie ist schön geworden, die Torte, schaut mal. Wo ist dein Eis, Leonie? Wo ist dein Eis? Hm? Ja. Sie regt sich auf, weil sie nicht abbeißen kann. Das ist voll Spielzeug, was ist. Wir spielen auf den neuen Teppich, gell?
Also die Kinder sind mega begeistert von dieser Eistruhe. Holla, von wo hast du die? Von Rofo, gell? Die Eistruhe. Was? Hast du Aua gemacht? Oh. Leonie will, glaube ich, Eis kaufen, deswegen. Leonie, ich bin der Eismann. So, ich fahre hier los nach Hause und es ist Stau. Also ich stehe schon seit 20 Minuten im Stau. Kleine ist aber versorgt, die kriegt jetzt die Milch. Alleine. Oh Mann, irgendwie ist da ein Unfall. Ich habe den Roy nämlich gerade angerufen, der hat geguckt, da ist ein Unfall passiert. Aber schon 50 Minuten her, also eigentlich müsste das schon aufgelöst sein, oder? Ich weiß es nicht. Jetzt geht's ein bisschen Schneckentempo hier voran. Im ersten Gang. So, während ich hier stehe, schon mehrere Minuten, kann ich euch noch ein bisschen was zeigen. Meine Mama hat der Kleinen so ein süßes Buch hier geschenkt. Happy Buch Tiere. Voll süß. Ja, sie liebt ja Bücher, habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Maulwurf. Links. Ja, richtig goldig. So, jetzt geht sie doch auch voran, 1 Meter. So, also gleich haben wir es 7:30 und ich stehe immer noch. Ich bin jetzt eine Ausfahrt rausgefahren, weil ich dachte, hier kann ich irgendwie, ja, so einen Umweg fahren. Aber hier ist es auch voll. Schneckentempo. Es wird schon langsam dunkel. Oh Gott. Ah, ist lustig. Naja, aber ich bin so froh, dass die Kleine ruhig ist. Und sie schläft auch gleich ein. Da seht ihr es. Macht schon langsam die Augen zu. Und wenn sie jetzt noch unglücklich wäre hier und Hunger hätte oder sowas, oder ich hätte kein Essen dabei, das wäre eine Katastrophe jetzt. Ja, es kann auf jeden Fall noch dauern. Mal gucken, wann ich ankomme. Jetzt ist es 7:30. Ja. Ich sag euch dann Bescheid, wenn ich mir die schönen Autos hier angucke. So, nach über 2 Stunden bin ich endlich angekommen. Ich hab schon alle die Mama vermisst. Es ist fast 8:30, guckt euch mal das an. Oh Mann, ich bin so fertig. Also der Stau war echt brutal. Wir standen teilweise minutenlang. Ich weiß nicht, was da los war. Vielleicht waren das auch mehrere Unfälle. Weil auf dem Navi waren mehrere Strecken rot, also keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich mich jetzt von euch noch verabschieden. Ich danke euch fürs Zuschauen und was für ein Bayern? Bis morgen. Wo? Wieso? Wie das aussieht. Ach so.